So, warte mal, ich mache mal ganz kurz das Fenster zu. Nämlich hier so einen kleinen Vogel, der direkt vor meinem Fenster sitzt und immer mit auf die Aufnahme will. Ich will auch endlich mal ein bisschen Aufmerksamkeit und Berühmtheit bekommen. Ja. Dabei ist er schon in so vielen Aufnahmen drin gewesen, aber es ist nicht genug. Die Katie würde das wahrscheinlich jetzt psychologisch auseinandernehmen. Was mit dem Spaßvogel da draußen los ist. Nicole, wie geht's dir? Wo bist du gerade? Mir geht's blendend. Ich bin zu Hause im Homeoffice Ja, und wie wir alle. ja, genieße tatsächlich die Zeit für ganz viel kreatives und konzeptionelles Arbeiten hier zu Hause. Ja, das machen wir auch so. Wir nutzen jetzt echt auch die Zeit, in der wir zu Hause sein müssen, um einfach auch neue Dinge zu entwerfen. Erzähl uns so ein bisschen mehr über dich. Wer bist du so als Privatperson und was genau machst du beruflich? Vielleicht nehmen wir das als Einstieg. Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Also als Privatperson würde ich mich mal beschreiben als jemand, der tendenziell eher ja, eine sensible, oft auch introvertierte Persönlichkeit hat. Ich bin sehr naturverbunden. Ich bin sehr wissbegierig. Mein Lebenspartner wundert sich immer, dass ich immer irgendwie 5 Bücher parallel am Lesen bin. Fünf. Und Da wundere ich mich auch. manchmal sind 4, manchmal 6, aber ich liebe irgendwie die Abwechslung und ich habe so das Gefühl, ständig Futter so für meinen Geist zu brauchen, zu suchen und das auch zu genießen. Und was mich auch auszeichnet, ist, dass ich diversen Dingen, Sachen, Begegnungen, auch Ereignissen gerne mehr Tiefgang verleihe. Und da kann ich mich auch ein bisschen drin verlieren. Wie sieht das dann aus? Jetzt mal, um vielleicht bei dem ganz aktuellen Thema zu bleiben, mit der aktuellen Situation, ertappe ich mich dabei, wie ich in ganz viele Richtungen denke und mir sehr viele ja, Ideen überlege, wie zum Beispiel diese aktuelle ja, Covid-19-Phase unser Leben verändern kann, und zwar in alle Richtungen, ne? Wir haben ganz häufig natürlich viel diese negativen Richtungen, aber auch in positiver Richtung. Und da denke ich manchmal dann irgendwie schon 10, 15 Jahre weiter und versuche mir das irgendwie vorzustellen, ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Ja. Aber ich tauche da irgendwie gerne ein in solche gesellschaftlichen Themen, die uns alle gerade auch beschäftigen. Magst du uns einen Einblick geben? Ich finde das gerade super spannend, weil ich das mit der Katharina auch mache ständig. Also Ja. so die Zeit, man sagt ja gerne auch, so die Zeit nach Corona gibt es gar nicht, es gibt nur die Zeit mit Corona. Aber wie sieht das so für dich aus? Oder wie sieht da so deine Philosophie, deine Perspektive aus? Ich glaube, dass wir gerade als Menschheit die Möglichkeit bekommen haben, das Lenkrad in die eine oder in die andere Richtung sehr stark einzuschlagen. Und wenn wir vielleicht jetzt einfach mal bei dem Positiven bleiben, haben wir gerade die Chance, vielleicht auch einmalig bisher in der Geschichte, dass wir komplett innehalten können und vor allen Dingen als Menschheit feststellen können, wie wenig wir vielleicht tatsächlich brauchen, Schön. um uns richtig gut und glücklich und erfüllt zu fühlen Ja. und wie wichtig die unmittelbare ja, Begegnung ist, zum Beispiel in den Nachbarschaften. Also ich lebe hier in der Nähe von einem richtig schönen großen Park und da sind ganz viele kleine Gärten, die über Jahre brach lagen. Also so verwachsene, verwunschene, ja, Art Schrebergärten, aber eher so ein bisschen in dem ganz naturbelassenen Stil. Und ich sehe jetzt hier, weil ich mit meinem Hund jeden Tag rausgehe, ganz viele Menschen, die wieder anfangen, ja, das Naheliegende zu schätzen und da passiert unglaublich Schönes gerade. Ja. Und
dieses Getriebensein war, glaube ich, für viele Menschen nicht mehr förderlich, nicht mehr gesund. Und ja, wir haben ganz viele Möglichkeiten, sowohl natürlich jetzt auch mit der wertvollen Technik, die wir alle anfangen, viel mehr zu nutzen, genauso wie wir jetzt auch hier mit dem Podcast, aber auch generell den Blick mal wieder mehr auf das Naheliegende, Wesentliche zu lenken. Ja. Das ging mir auch so. Es war auch so meine Wahrnehmung tatsächlich, dieses mehr. Ja, also wo ist denn jetzt die Grenze genau? Und ich glaube, viele haben sich vielleicht irgendwas vorgestellt, wer die Grenze zieht, ja, ob jetzt die nächste Rezension, aber niemand hat mit einem Coronavirus gerechnet. Ja. Mhm. Und das ist tatsächlich, wie du sagst, auch echt eine Chance ist, in dieser Krise so ein Umdenken stattfinden zu lassen. Was ich auch schön finde, ist das Bild, das Umfeld zu kultivieren, wie du das jetzt mit den Gärten beschreibst. Sehr wertvoll, ja. Absolut, weil wie wollen wir als Menschen uns selbst erfahren und uns auch selbst entwickeln, wenn wir keine echten Verbindungen mehr haben? Ja. Ja, also man kann ja schnell überall hinfliegen, sich selbst nimmt man immer mit, das ist manchmal von Vorteil, manchmal von Nachteil, aber diese echten Begegnungen, das ist auch ein Nährboden für die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Wow, das ist ja schon ein toller Hinweis auf das, was du heute machst. Vielleicht können wir auf deine berufliche Laufbahn jetzt abbiegen. Thema Selbsterfahrung, Selbstentwicklung. Vielleicht magst du uns da gerne noch ein bisschen Einblicke geben, wie es dazu kam, zu dem, was du heute machst beruflich. Ja, ich habe angefangen, also ganz ursprünglich wollte ich Psychologie oder Medizin studieren. Mhm. Das hat aufgrund von meinem Notendurchschnitt, also ich hatte ein 2er-Abi und deswegen hat es 3 Jahre lang nicht geklappt. Ich hatte mich da mehrfach beworben und wie es dann bei ganz vielen Menschen doch irgendwie so darauf hinausläuft, ich habe letzten Endes dann Betriebswirtschaftslehre studiert und habe dabei gemerkt, dass das, was die Unternehmen tatsächlich wirklich in der Tiefe entweder erfolgreich oder eben nicht erfolgreich macht, das sind immer die Menschen. Also wir können die besten Prozesse und Technologien und Produkte haben, wenn die Personen in dem System nicht in ihrem eigenen Flow sind, dann wird das alles nicht funktionieren. Und am Ende hat sich der Kreis wieder geschlossen. Also ich beschäftige mich jetzt mit ganz vielen psychologischen Themen und merke auch, da liegt meine Berufung und da liegt auch ein unglaublich starker Hebel für wirkliche Performance, für Wertschöpfung und auch für nachhaltiges Wirtschaften. Denn hier müssen die besten Menschen eben auch gut miteinander zusammenarbeiten. Also es nützt gar nichts, wenn jemand 5 Doktortitel hat, aber eben nicht teamfähig ist. Ja, dann bleibt Wissen eben verkapselt. Und Wissen wirklich teilbar zu machen, das braucht in allererster Linie erstmal die Fähigkeit, die eigenen Stärken genauso anzuerkennen wie die von anderen Menschen und dann eben in der Interaktion tatsächlich dann die Wertschöpfung hinzubekommen. Ja. Sehr, sehr spannend. Wer kommt auf dich zu? Also wer sind die Personen, die entdecken, dass es eigentlich ja auch so einen unternehmerischen oder eine Unternehmenskultur braucht, die dieses menschliche Potenzial in Form der Mitarbeiter tatsächlich braucht? Also das sind in allererster Linie erstmal die Personalentwickler von großen DAX-Konzernen, die sich einfach überall umschauen nach Möglichkeiten, um die Eigenverantwortung, um die Kommunikation und die Konfliktfähigkeit ihrer Mitarbeiter zu fördern. Mhm. Das sind erstmal die Personen, die auf mich zukommen, auch über mein Netzwerk sind es eben in der Regel die Zielgruppen. Manchmal sind es auch die Teamleiter selbst oder auch Geschäftsführer. Das kommt dann immer auch so ein bisschen auf die Größe des Unternehmens an. Mhm. Allerdings, ja, in allererster Linie sind es Personal, also Personen in der Personalentwicklung. Ja. Und was ich hier zunehmend merke, ist, dass es weniger darum geht, wirklich einfach die Mitarbeiter nur dahin zu trainieren, dass sie noch mehr Leistung bringen, sondern es geht tatsächlich mittlerweile auch um mehr Tiefgang, um wirklich zu schauen, welche Mitarbeiter passen denn wirklich zu uns als Unternehmen. Wie können wir also von Anfang an die Reise für alle Beteiligten positiv gestalten? Also es fängt quasi dann schon beim Recruiting an
über die Einarbeitung bis hin dann auch zu Momenten, wo eben, wo es darum geht, schwere Konflikte positiv zu lösen. Ja. Jetzt machst du das ja schon viele Jahre. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an Generationswechsel. Viele junge Leute, die teilweise die so dringend benötigten Digitalkompetenzen zum Beispiel mitbringen, die stellen sich natürlich genau die Frage und sagen, okay, welchen Einfluss, ja, auch welchen schöpferischen Einfluss darf ich denn im Unternehmen haben, dass ich nicht nur angestellt werde, um irgendwas auszuführen, sondern dass ich auch was erschaffen möchte. Spielt das eine Rolle? Spielt dieser Generationenwechsel oder Generationswechsel eine Rolle in dem Denken, in dem Umdenken in den Personalabteilungen? Ja, also viele Personalabteilungen beschäftigen sich ganz stark mit den Millennials, mit den Menschen, die eben jetzt, ja, ich sag mal Anfang, Mitte 20 sind, die komplett mit einem neuen Mindset anfangen zu arbeiten. Und viele Unternehmen sind tatsächlich schon auf einem anfänglich guten Weg, aber manchmal auch überfordert. Und ich glaube, ganz stark daran beteiligt sind die Unternehmensstrukturen. Also weniger, dass man verhindern möchte, dass junge Menschen sich komplett schöpferisch auch einbringen und den Freiraum bekommen, sondern wir haben viele große Konzerne, die noch in sehr starren Strukturen hängen. Und da ist es dann tatsächlich echt eine Herausforderung, eben diesen Freiraum zu gewähren. Bevor es hier so richtig losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Du gehörst zu den 13% der Deutschen, die regelmäßig Podcasts hören. Und die Zahlen steigen rasant. Podcasts sind für mich der persönlichste Weg, wertvolle Inhalte zu transportieren und damit Unternehmen bzw. Marken extrem gut sichtbar zu machen. Abgesehen davon ist ein Podcast für mich der Hidden Champion im Digitalmarketing. Und ich sag dir auch warum. Im Zeitalter der Digitalisierung werden wir täglich überflutet von Informationen. In der Markenkommunikation suchen wir deshalb nach Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe zu gewinnen. Mit einem Podcast platzieren wir wertvolle Inhalte also in die Zeitfenster, in denen kein Bildschirm genutzt werden kann. Zum Beispiel beim Autofahren, Rasenmähen oder beim Sport. Und eine professionelle Podcast-Produktion ist wesentlich ressourcenschonender als andere Marketingaktivitäten. Meine Empfehlung, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, einen eigenen Podcast in deine Kommunikationsstrategie zu integrieren. Wir haben das sehr erfolgreich mit dem Markenrebell-Podcast vorgemacht und ich helfe dir gerne dabei, mithilfe eines Podcasts die Bekanntheit und Wahrnehmung deines Unternehmens, deiner Marke im Markt deutlich zu erhöhen, um deine Produkte und Dienstleistungen besser zu verkaufen. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Das ist eine spannende Entwicklung, die wir ja auch beobachten zum Thema Personal Branding. Und das Tolle ist, das darf ich ja sagen, dass wir mit dir jemanden gewonnen haben, mit dem wir zusammen das Produkt Personal Insights anbieten. Das kann man bei uns auf der Website sehen. Wir werden es auch in den Shownotes verlinken. Vielleicht können wir dazu noch ein bisschen was erzählen, denn, und das vielleicht als Brücke, Personal Branding heißt ja, ich muss mir erstmal meinen persönlichen Fähigkeiten und Potenzialen gewahr werden, um daraus überhaupt eine Marke zu machen. Völlig egal, ob ich jetzt ein Unternehmen aufbauen möchte, ob ich ein Unternehmen lenke oder auch Mitarbeiter, Führungskraft in einem Unternehmen bin. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen zu Personal Insights, was das genau ist, was wir da jetzt mit dir zusammen auch anbieten dürfen und warum das so maßgeblich eigentlich auch das Fundament einer Personal Brand bildet. Ja, also das Thema Personal Insights ist ein Persönlichkeitsmodell, was ganz stark den Fokus auf die natürlich veranlagten Verhaltensmuster, also man nennt es auch Präferenzen, legt. Und ich betone deshalb auch das Wort natürlich veranlagt so, denn wir können vieles erlernen. Allerdings ist das, was wir von Natur aus mitbringen, unsere Gabe, unser Talent, da müssen wir keine Energie für aufwenden, sondern das sind die Dinge, die wir automatisch gut können, wo wir meistens gar nicht mehr darüber nachdenken. Und bei Insights ist es so, dass wir eine Philosophie haben, die insofern sehr eingängig zu merken ist, denn es geht um die vier Naturelemente. Es geht quasi um vier Temperamente, die dem Wasser, dem Feuer, der Erde und der Luft zugeordnet sind.
Und je nachdem, in welchem Temperament jemand überwiegend unterwegs ist, bringt er ganz natürliche Stärken mit. Und ich kann da gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, gerne. Was besonders wichtig in dem Zusammenhang ist, ist tatsächlich zu erkennen, welche Ressourcen habe ich denn? Denn nur wenn ich das genau weiß, kann ich auch eine eigene Marke, eine eigene Identität und auch einen beruflichen Weg einschlagen, wo ich in den Flow-Zustand komme. Und was ich einfach über viele, viele Jahre hinweg beobachte, ist, dass die meisten Menschen nicht mehr wissen, was ihre eigenen Stärken sind. Und das kommt auch aus der Schulzeit schon. Wir kennen das alle, wenn wir eine Klassenarbeit geschrieben haben und haben unser Heft zurückbekommen, dann waren die Fehler angemarkert und nicht das, was wir sowieso alles richtig hatten. Ja, ich denke da nur an meine Mathematik-Klausuren. Mathe war für mich ziemlich schwierig. Und da waren dann immer riesengroße, in Rot geschriebene Fs am Seitenrand. Und die zwei, drei Aufgaben, die vielleicht wirklich super gut gelaufen sind, da war halt gar nichts zu sehen. Ja. Und deswegen haben wir ganz häufig eine Defizitkultur. Und gerade in Konzernen merke ich das ganz besonders. Da sind häufig Menschen, also ich will es nicht überhaupt nicht verallgemeinern, sondern ich schildere einfach nur meine persönliche Beobachtung. Da sind häufig Menschen, die den Weg der Sicherheit eingeschlagen haben. Das heißt, die kommen vielleicht aus einem Elternhaus, wo es darum ging, möglichst einen sicheren, gut bezahlten Job zu finden und wo es vielleicht auch darum ging, in die Fußstapfen des Vaters oder der Mutter zu treten und weniger wirklich die eigenen Fähigkeiten auszubauen und zu entwickeln. Und dann haben wir Situationen, dass zum Beispiel, wenn ich ich arbeite mit einem Persönlichkeitsprofil, das ist so ein Report, wo dann auch sehr zutreffende Textpassagen drinstehen. Und das Phänomenale, was ich beobachte, ist, dass wenn ich diesen Report austeile, fast alle im Inhaltsverzeichnis nach einem Kapitel suchen. Und zwar, was sind meine persönlichen Schwächen? Und wenn ich dann mal so rumfrage, okay, warum haben Sie denn oder warum hast du denn jetzt das Kapitel mit den Schwächen aufgeschlagen? Dann kommt als Antwort, naja, es geht doch darum, dass ich mich in meinen Schwächen verbessere, dass ich quasi meine Schwächen ausmerze. Und das ist so, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt, wo ich glaube, da sollten wir oder da setze ich immer an, dass wir genau hinschauen und erstmal die Menschen wirklich dazu ermutigen, mal ihre eigenen Stärken zu sehen und sie auch zu kommunizieren. Und da ist ganz viel Schüchternheit, da ist auch Unbeholfenheit. Menschen fühlen sich sehr schnell vielleicht dann zu selbstbewusst und sagen, das kann ich doch so nicht sagen. Ach komm, das ist doch keine Stärke. Nee. Das kann ich jetzt nicht so groß rausposaunen und so weiter. Also ich merke da einfach unglaublich viel Beschämung, über die eigenen Stärken zu sprechen. Ja, und das ist sich vielleicht, dann halt so durch, ne? Ja, genau, wenn ich da mal reinspringen kann, weil ich finde es total spannend, weil der Unterschied tatsächlich zu Corporate Branding, also Personal Branding versus Corporate Branding ist, dass genau das, was du gerade ansprichst, nämlich die persönlichen Stärken, Potenziale, Fähigkeiten, das ist, was die Alleinstellung einer Personal Brand ausmacht. Und das, was ich feststelle in meinen Coachings und meinen Beratungen, ist einfach, dass sich viele dieser Stärken überhaupt nicht bewusst sind. Und oftmals, ich hatte lustigerweise gerade vor unserer Aufnahme jetzt hier ein Coaching, wo im Grunde das Corporate Branding adaptiert wurde auf Personal Branding. Das heißt, in der Positionierung kam die Person, die das Unternehmen quasi beatmet, also der Unternehmensinhaber in dem Fall, überhaupt nicht vor. Und das finde ich erstaunlich, dass das noch zu wenig Bewusstsein oder dass dafür noch zu wenig Bewusstsein geschaffen ist, dass wenn ich mich selbst als Persönlichkeit sichtbarer machen möchte oder überhaupt für mich persönlich auch erstmal erkennen möchte, welche Fähigkeiten ich habe, dass ich dann genau in diesen Prozess, den du gerade beschrieben hast, eintauchen muss, dass ich meine Potenziale und Fähigkeiten finde, anstatt mich zu normalisieren, indem ich an meinen Fehlern arbeite, ne? Also den Fokus anders verteile. Exakt. Ja, das passt genau wie das Puzzle ins Puzzlestück ins Puzzle, ja, ja. Was du gerade sagst. Ja. Ja. Das sind genau meine Beobachtungen auch. Ja. Ja. Und ich denke darin, und ich meine, wir leben jetzt gerade in der Zwangsdigitalisierung, wenn man so schön will, ne? Jeder muss und darf von zu Hause aus arbeiten.
immer eine Frage der Perspektive, aber ich denke, heute ist es wichtiger denn je zu begreifen, was ich entweder als Mitarbeiter eines Unternehmens oder auch als Lenkerin, Lenker eines Unternehmens mitbringe an Assets, die ich natürlich dann auch weitergeben kann in Form von einem Kulturwandel. Ja. Mhm. Auch das Thema Identity wird ja immer oft besprochen. Was sind die Dinge, mit denen ich mich identifiziere? Du hast vorhin gesagt, Elternhaus und dergleichen. Mhm. Das sind Dinge, die mir natürlich unwahrscheinlich Sicherheit geben, wenn ich mich in diesen Sphären bewege, aber das Wachstum genau außerhalb dieser Sphäre entsteht. Ja? Mhm. Also im Grunde die Transformation stattfindet, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Absolut. Was bekomme ich denn? Also wenn ich angenommen, ich mache diese Personal Insights Analyse, wie gesagt, Link ist in den Shownotes, dann bekomme ich ja ein Ergebnis zurück. Was erwartet mich da? Genau. Also erstmal ist es so, dass, also meine Erfahrung ist, in dem Moment, wo ich diesen Report austeile und die Menschen zum allerersten Mal ihr Personal Insights Profil in den Händen halten, in den nächsten 10, 15 Minuten kann man wirklich eine Stecknadel fallen hören. Die Aufmerksamkeit, die Konzentration darauf ist so hoch, denn die allerwenigsten haben in so einer Ausführlichkeit etwas über sich selbst gelesen, wo sie selbst danach, selbst die größten Skeptiker im Vorhinein, danach sagen, Wahnsinn, Nicole, wie kann es denn sein, dass ich so zutreffend beschrieben werde? Hat mich jemand in den letzten Jahren beobachtet? Ja, hat jemand alles von mir aufgezeichnet? Das ist ja unglaublich. Also die Trefferquote liegt weit über 90% dessen, was die Personen selber danach als Feedback geben. Und ja, was dich da drin erwartet, ist ein umfangreicher, aufbereiteter Text, wo es ganz stark darum geht, also es gibt einmal ein Überblickskapitel, wo du erstmal als Person beschrieben wirst mit all deinen natürlichen Stärken, mit deinen möglichen Schwächen. Ich sage auch ganz gerne Entwicklungsfelder und auch mit den Blind Spots, also möglichen blinden Flecken. Und darauf wird dann im Folgenden nochmal dezidiert eingegangen. Also es gibt dann ganz konkret zum Beispiel ein Kapitel, da steht meine persönlichen Stärken und dann hast du verschiedene Punkte aufgelistet, die aufgrund deiner Selbsteinschätzung deine persönlichen Stärken wiedergeben. Mhm. Genau das Gleiche eben auch mit den persönlichen Schwächen oder auch Entwicklungsfelder, dann eben diese blinden Flecken. Und dann gibt es auch noch weitere Anhaltspunkte, wie zum Beispiel mein Wert fürs Team. Und Team kann man ja weiter auslegen. Das kann man auf, ja, einfach auf die Kollegen, das kann man auf die Familie beziehen, das kann man auf den Freundeskreis beziehen. Also je nach Kontext, das ist ganz unterschiedlich auslegbar. Und ganz interessant sind natürlich auch die blinden Flecken. Klar, weil in dem Moment, wo ich darüber mal lese und erstmal denke, huch, was steht denn da über mich? Das habe ich ja so noch nie gesehen. Mhm. Und dann findet meistens ein Dialog statt. Also man sucht sich in der Regel Vertrauenspersonen und fängt mal an, darüber zu sprechen. Und das sind schon sehr spannende Prozesse, die dann eintreten. Ja, das finde ich auch so spannend an dieser Analyse, dass es eben nicht nur eine Bestätigung ist. Ja? Also es gibt ja viele Menschen, die zum Beispiel ein Buch lesen, Thema Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, und dann sagen, ah, super, das mache ich ja schon so und ah, so bin ich schon und so weiter. Auch da findet kein Wachstum statt. Wachstum findet ja genau bei diesen blinden Flecken statt, dass ich zum einen natürlich mir bewusst werde, was ich tatsächlich kann, wozu ich fähig bin, ja? Mhm. Aber eben auch Dinge erfahre, die ich vorher noch nicht wusste. Ja? Mhm. Wie war das bei dir? Vielleicht erinnerst du dich noch an diesen Moment, als du das erste Mal so dein Profil kennenlernen durftest. Was hat das mit dir gemacht? Was hat das vielleicht sogar verändert? Ja, also im allerersten Schritt war ich unglaublich begeistert, weil es war auch ja, so geschrieben, dass es wirklich, es hat meinem Innersten exakt entsprochen. Und vor allen Dingen, was mich am meisten eigentlich tatsächlich erstmal verwirrt und danach auch wirklich in meiner ganzen Betrachtung viel weitergebracht hat, war zu verstehen, wie ich auf meinen gegenüberliegenden Typus wirke.
Also um es vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, meine stärkste Farbausprägung liegt im grünen Bereich. Und ich habe jetzt über die Farben noch gar nicht gesprochen. Grün bedeutet, dass jemand sehr werteorientiert ist, dass jemand eher sensibel ist, sehr auch beziehungsorientiert, einfach agiert. Und es ist jemand, der Dinge mit viel Wertschätzung machen möchte. So, und mein gegenüberliegender Typus liegt in der roten Qualität. Also das ist so die Qualität des Feuers. Das sind Menschen, die sehr schnell, zielorientiert, ergebnisorientiert unterwegs sind. Und mein blinder Fleck war tatsächlich, dass die Art und Weise der Kommunikation mit jemandem in dem Feuerelement für denjenigen zum Teil echt herausfordernd sein kann. Ja, weil ich versuche, das dann sehr höflich alles zu formulieren und die Person, die will einfach nur eine ganz klare Ansage in dem Moment, was in meiner Welt eher unhöflich wäre. Ja? Und, ja, spannendes Beispiel. Ja. Und je schwieriger der Umgang mit einer anderen Person war, umso mehr habe ich mich natürlich angestrengt, möglichst höflich zu sein, ja? Weil man will ja nicht anecken. Und dann zu verstehen, ey, Wahnsinn, damit machst du die andere Person ja wirklich noch wahnsinniger. Ja? Die will einfach nur eine Lösung, die will weitergehen. Ja? Ja, ja. Und ganz tiefgreifend hat es mich geprägt, weil ich habe eine Zwillingsschwester und wir zwei sind gegenüberliegende Typen. Und da kann man sich jetzt vorstellen, wie das so in der Vergangenheit, in der Kindheit und Jugend gelaufen ist. Ja? einfach in dem Moment, wo ich quasi sehr in meiner Welt gut mit ihr umgehen wollte, hat sie des Fuchsteufels wild gemacht. Und ja, dann hatten wir eigentlich relativ schnell einen Streit. Und ich war natürlich unglaublich traurig darüber, ja, weil ich wusste eigentlich gar nicht, was ich wirklich in Anführungszeichen falsch mache. Und solche Dynamiken, das einfach zu verstehen, das sind solche Augenöffner. Das erlebe ich jetzt auch seit 6, 7 Jahren in meinen Team-Workshops immer wieder. Also das Hauptfeedback, was ich bekomme, ist, Nicole, das war wirklich, also du hast es so schön beschrieben, das war ein Game-Changer für mich, dieser Tag heute mit Insights. Und die meisten Menschen sagen, warum habe ich das nicht schon 10 oder 15 Jahre früher kennengelernt? Ja, cool. Ja, ich werde danach auch häufig angerufen, wo es dann nochmal darum geht, ob auch vielleicht der Lebenspartner oder Partnerin ein Profil bekommen kann. Also das Thema verlagert sich auch ganz schnell vom beruflichen auf den privaten Kontext. Ja, ja. Also dein Beispiel zeigt ja wunderbar, wie wichtig Kommunikation ist und ich auch verstehen muss, wem habe ich jetzt eigentlich gegenüber. Ja? Also nicht nur, wie funktioniere ich eigentlich? Ja, sondern auch diesen Perspektivwechsel hinzukriegen und zu sagen, okay, wen habe ich jetzt vor mir? Wie braucht mein Gegenüber gerade den Dialog, die Kommunikation mit mir, damit ich auch verstanden werde in meiner Botschaft? Ja? Und wie du so schön sagst, die Parallele Privatleben, auch geschäftliches Leben, die liegt da sehr nah. Und dazu befähigt mich tatsächlich dieses Persönlichkeitsprofil über mich selbst und natürlich auch in Beziehungen. Ja, absolut. Ja, ist ganz absolut spannend. Meine Lebensgefährtin, die Katharina, die du ja auch schon seit vielen Jahren kennst und wir sind ja auch alle freundschaftlich verbunden, hat mir erzählt, du weißt es ja auch, dass sie Tränen in den Augen hatte, als sie ihr Profil erstellen ließ und gelesen hat. Sie fühlte sich das erste Mal von dem Computer so richtig verstanden. Liegt jetzt auch schon länger zurück. Und ich erinnere mich, als ich mit Katharina zusammenkam, schon nach wenigen Tagen, glaube ich, oder ein paar Wochen, hat sie mir das in die Hand gedrückt und hat gesagt, das ist die Bedienungsanleitung von mir. Vielleicht ist das wirklich ein guter Hebel, um Beziehungen von Anfang an absolut glücklich reifen zu lassen. Absolut. Ja, also genau das kann ich nur bestätigen. Auch meine ganze Familie, die haben alle ein Insights-Profil gemacht. Und bevor ich mit meiner Schwester vor vielen Jahren zusammen in den Urlaub geflogen bin, habe ich auch beide Profile nochmal mitgenommen. Und im Flugzeug hat jeder das andere Profil gelesen, weil ja, so gegenüberliegende Typen, ja, sehr cool, ist schon unter Stress auch nochmal viel mehr wirklich ein Pulverfass. Und es hat mein Leben
beruflich als auch privat komplett verändert. Auch beruflich. Ich wäre heute keine Trainerin, wenn ich nicht 2011 das Insights-Profil kennengelernt hätte. Ja. Weil ja. ich war damals in der Unternehmensberatung tätig, ja. war nicht glücklich, war aber überhaupt nicht in meinem Flow-Zustand. Und durch Insights habe ich erstmal erkannt, okay, meine natürliche Stärke ist der Umgang im zwischenmenschlichen Bereich. Ja. Ja, ja. Und ja. daraus hat sich alles andere ergeben. Ja. Wie sieht es heute aus? Was planst du jetzt auch als Unternehmerin? Wie geht es weiter? Gibt es irgend so ein Passion Project, an dem du gerade arbeitest oder so eine Vision? Einerseits natürlich die Digitalisierung. Also ich bin jetzt auch gerade dabei, viel mehr virtuell zu machen. Mhm. Habe neulich auf einer HR-Webkonferenz gesprochen. Habe jetzt nächste Woche einen Kunden, eine große Krankenkasse, die Webinare zum Thema Resilienz und Handlungsfähigkeit gebucht haben. Da bin ich jetzt dran. Und also die Basis ist immer die Temperamentenlehre nach Insights. Das ist ja. auch das Schöne. Man kann ja. damit eben in ganz viele verschiedene Richtungen gehen. Und ganz großes Projekt, was mich gerade sehr beschäftigt, ist, dass ich dabei bin, eine Plattform zu gründen mit dem Fokus auf Selbstentwicklung. Mhm. Und auf dieser Plattform sollen ganz viele verschiedene Experten zur Sprache kommen. Und dort soll eben ein interdisziplinärer Austausch stattfinden. Und zwar auf den Ebenen, also einmal auf der ganzen körperlichen Ebene. Also das Thema Gesundheit ist auch, finde ich, ein ganz wichtiges Thema in der eigenen Selbstentwicklung, weil es geht um Selbstverantwortung. Ich glaube, mhm. in der nächsten Zukunft, generell in der Zukunft, wird es immer wichtiger werden, dass wir alle unsere Gesundheit fördern. Aber es geht auch ganz stark eben um psychologische Themen, wie jetzt zum Beispiel hier das Thema Kommunikation mit Insights, die eigene Persönlichkeit entdecken, entfalten und in den Flow bringen. Umgang auch mit Konflikten zum Beispiel. Also all diese Themen, die auf der psychologischen Ebene stattfinden, ist eine weitere Säule. Und auch das Thema, wie wollen wir eigentlich als Gemeinschaft in Zukunft zusammenleben? Mhm. Das ist auch eine relevante Säule. Und da bin ich aber ganz am Anfang, also wirklich absolut in den Kinderschuhen. Und ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht. Ja, aber ich glaube, es ist eine spannende Geschichte, die wirklich jeden unterstützen kann. Also wärmstens ans Herz gelegt. Vielleicht hast du ein paar Infos, die wir noch in die Shownotes packen oder zumindest Kontaktdaten mit dir, falls es Leute, Zuhörer gibt hier, die mithelfen wollen oder mitmachen wollen. Ja, ja. Also die Kontaktdaten auf jeden Fall. Ich habe ja auch die E-Mail-Adresse von euch. Und was für mich immer das Wichtigste ist einfach eine Offenheit, Dinge mal ausprobieren. Ja. Und so ein Insights-Profil ist ganz schnell erstellt. Also es kostet 15 Minuten Zeit. Mhm. Von daher, der Invest ist sehr niedrig. Das Geschenk, was man bekommt, ist allerdings enorm hoch. Ja. Und deswegen einfach mal so eine Art Neugier und Offenheit mitzubringen, kann wirklich das Leben komplett verändern. Also ich würde, wie gesagt, nicht heute hier sitzen, auch nicht mit der Erfüllung, die ich in meinem Beruf habe, wenn ich das nicht einfach auch 2011 mal ausprobiert hätte. Ja, und es geht ja um einen selber. Ja. Es ist ja wirklich, hat ja unwahrscheinlich mit einem selbst, mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Also diese Erkenntnisse, also nicht nur, wie gesagt, nicht nur die Bestätigung, sondern auch diese blinden Flecken zu erleben, ja, und da einfach noch viel mehr über sich selbst zu erfahren, das ist echt eine tolle Geschichte. Vor allen Dingen auch, also für alle Menschen, die in irgendeiner Art und Weise Führungsverantwortung haben, ist es aus meiner Sicht ein Must-Have. Denn es geht einerseits natürlich um die eigenen Stärken. Es geht auch darum, wie wirke ich auf andere und damit schaffe ich entweder Misstrauen oder schaffe Vertrauen. Und es geht auch darum, wie kann ich in einem Unternehmen situativ wirksam sein. Mhm. Das heißt, ich lerne mit dem Personal Insights Profil, mich situativ auf unterschiedliche Qualitäten einzustimmen. Also ich weiß ganz genau, auf der Ebene zum Beispiel der Mitarbeiterführung, wenn ich jemand Introvertiertes vor mir habe, der sehr analytisch und sehr im Detail unterwegs ist, dann muss ich mit demjenigen komplett anders kommunizieren, als wenn es jemand ist, der eher in dem
in dem gelben Farbspektrum unterwegs ist, der ist sehr kommunikativ, offen, spontan, der braucht die persönliche Ansprache, mit dem macht es Sinn, mal einen Kaffee trinken zu gehen und ihn nach seiner Meinung zu fragen, ganz spontan, ja, das würde mit jemandem in dem blauen Energiefeld überhaupt keinen Sinn machen, derjenige will eigentlich eine gute Agenda vorher haben, der will auch eine schriftliche Ankündigung, der will sich auch auf etwas vorbereiten können und so weiter. Und also das ist so die eine Ebene der Mitarbeiterführung. Und wenn wir jetzt nochmal eine zweite Ebene kurz mit reinbringen, dann ist es die unternehmerische Ebene, denn diese vier Farbquadranten, die haben auch einen unternehmerischen sehr wichtigen Aspekt. Denn wenn ein Unternehmen dauerhaft erfolgreich sein will, dann muss es in allen vier Spektren gut aufgestellt sein. Was heißt es nur ganz kurz, wenn ich weiß, ich brauche im blauen Feld eine gute Ausrichtung, dann heißt es, ich brauche einen guten Prozess, ich brauche gute, klare Regeln für alle. Ich brauche genauso im roten Feld Mut zum Risiko, ich brauche die Sichtbarkeit nach außen, ich brauche eine Website, ich brauche ein Corporate Identity, ich brauche ein Personal Brand, was in der Lage ist, kurz, knapp, prägnant die Botschaft nach draußen zu bringen. Ja, die Sichtbarkeit nach außen. Und ich brauche gerade heutzutage, wenn wir jetzt mal weitergehen in das gelbe Feld mit einer hohen Kommunikationsfähigkeit und Spontanität, dann bedeutet das, ich brauche auch die Qualität für den agilen Wandel. Ja, ich muss also ganz offen sein für alles, was an neuen Entwicklungen kommt. Und um das Ganze nochmal kurz abzurunden, der grüne Bereich, der steht da in dem Zusammenhang ganz stark für die Wertschöpfung, also für die nachhaltige Wertschöpfung und für die Kultur im Unternehmen. Und auch da ist es ganz wichtig, den Fokus drauf zu lenken. Und deswegen ist Insights, also dieses Personal Insights Profil, der Samen für ganz weitreichende, ganzheitliche unternehmerische Ansätze. Hm. Schön. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen lang ausgeholt, das war mir aber nochmal wichtig. Finde ich total wichtig, weil man muss sich ja auch ein bisschen drunter vorstellen können, den eigenen Bedarf zu kennen, ja, ist ja erstmal die Grundvoraussetzung dafür, um etwas verändern zu können. Und ich habe jetzt gerade, während du gesprochen hast, auch darüber nachgedacht, dass die Zeit, in der wir leben, der Change-Prozess per se ist. Ja? Egal ob privat oder beruflich, wir alle müssen uns mit neuen Dingen auseinandersetzen. Wer hätte damit vor einem halben Jahr gerechnet? Niemand. Ja? Mhm. Und diese Zeit vor allen Dingen jetzt auch, wie wir anfangs gesagt haben, für sich selbst zu nutzen, um zu sagen, wo stehe ich heute? Ja? Wo liegen meine Qualitäten, meine Potenziale? Und wie kann ich die vor allen Dingen heben, um sie dann zu adaptieren in Form einer Personal Brand oder für mein Unternehmen, in welcher Form auch immer und auch in welcher Position auch immer? Das finde ich echt extrem wichtig. Ja. Absolut. Sehr cool. Ich würde mit dir, Nicole, jetzt gerne, lustigerweise heißt diese Evergreen hier in unserem Podcast auch Personal Insights, eine kleine FAQ-Runde machen. Ja. Ich stelle dir ein paar Fragen und du antwortest ganz spontan, was dir dazu einfällt. Okay. Bist du ready und hast du Bock? Ja, habe ich. Okay. Frage Nummer 1, das ist so der berühmte Elevator-Pitch. So in einem Satz, wer bist du und was macht dich aus? Ich bin eine naturverbundene Wissbegierige, die den Dingen gerne Tiefgang verleiht. Und am meisten macht mich eine hohe Offenheit aus, kombiniert mit einer hohen Passion für einfach Beziehungen jeglicher Art. Ja, ist eigentlich deine Frage, ne? Jetzt kann jeder, der hier zuhört, sich selbst die Frage stellen, wie hätte er oder sie das beantwortet? Ja. Weil das braucht natürlich auch viel Selbsterkenntnis. Ne? Absolut. Ja. Mhm. Frage 2. Was würde uns an dir überraschen? Gibt es irgendeinen besonderen Spleen, eine Eigenart, die du hast? Ja, also wenn um mich herum alles zum Beispiel sehr hektisch wird, dann werde ich ganz besonders ruhig. Und das kann manche Menschen ziemlich auf die Palme bringen. Interessant, weil so eine Eigenschaft habe ich auch. Ich ziehe mich dann eher zurück und gehe in die beobachtende Position. Ja. Mhm. Ja. Welches war dein schönstes Kompliment, das dir jemand mal gemacht hat? Ich habe viele wunderschöne Komplimente bisher bekommen.
Eins, an das ich mich jetzt so ganz spontan erinnere, ist, dass jemand gesagt hat, du bist mit dem, was du machst und wie du es machst, einzigartig und wunderbar. Und genau so, wie du bist, ja, wirkst du wie eine Sonne, die hell leuchtet. Schön, spricht für dein Umfeld. Ja. Frage 4. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Ja, interessante Frage. Vieles ist vergänglich. Ich glaube, in meinem Leben könnte ich nicht verzichten auf Menschlichkeit auf unserem Planeten. Also wenn jetzt alles nur noch mit Computern und Robotern zu, ja, vor sich gehen würde. Also Menschlichkeit und die Natur. Ja. Ja, man merkt gerade jetzt in der Krise, oder wie bedeutsam diese menschliche oder zwischenmenschliche Beziehung einfach auch ist, ne? Ja. Ja. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Für einen grandiosen Sternenhimmel zum Beispiel oder den Vollmond, aber auch um Erkenntnisse oder Botschaften zu notieren. Also ich träume sehr viel und sehr klar oft und manchmal bekomme ich sehr deutliche Botschaften, die einen ganz konkreten Bezug haben zu irgendeinem beruflichen Projekt zum Beispiel. Und dann stehe ich tatsächlich auf und notiere mir das in so ein kleines Buch. Sehr cool. Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein rückgängig machen wollen? Ich denke, gar keine Entscheidung. Also es gibt nichts in meinem Leben, was ich irgendwie von Herzen bereuen würde. Und die Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, die hatten aber am Ende doch was Positives. Und wenn es auch nur eine wichtige Erkenntnis war. Es fügt sich am Ende, ne? Also man versteht es Ja. vielleicht gerade nicht, warum passiert mir das und so weiter, aber am Ende war es einfach wichtig, dass es passiert ist, ja. Ja, Ja. absolut. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen könntest, egal ob sie noch lebt oder schon verstorben ist, wer wäre das und warum? Hui, also ich lese unglaublich gern Biografien und beschäftige mich auch gerne mit berühmten Persönlichkeiten. Also ich glaube, da wird es eine ganze Menge geben. Ich würde aber tatsächlich jemanden aus meinem familiären Umfeld nehmen, und zwar meine Großtante. Also ich trage also mein Zweitname war ihr erster Name und meine Oma hat schon immer gesagt, dass ich unglaublich viel Ähnlichkeiten mit ihr habe, sowohl vom Aussehen als auch von meiner Art. Und das Besondere an meiner Großtante, also ich habe sie nie persönlich kennenlernen können, war, dass sie als eine der allerersten Frauen in Frankfurt an der Goethe-Uni Medizin studiert hat und Wow. zum Teil von den Professoren aus dem Hörsaal gejagt wurde mit dem Satz, sie soll doch bitte nach Hause gehen, um Socken zu stricken. Wow, Und krass. Ja. ja, sie hatte kein Geld. Also es kursiert so die Sage, dass sie irgendwo eine kleine Tafel Schokolade ab und zu geschenkt bekommen hat. Und das hat sie dann eine Woche lang hat sie davon sich ernährt. Und hat eben ja sehr, sehr arm gelebt, aber hatte die Passion, Ärztin zu werden und hat es tatsächlich auch geschafft. Und war wohl eine der ersten Ärztinnen mit dem Röntgenverfahren. Also war da eine ziemliche Pionierin auf dem Gebiet und hatte einen unglaublich starken Willen. Welchen Vornamen hatte sie? Barbara. Barbara, ja. Ja. Interessant. Sehr spannend. Also vor allem, dass es noch nicht so lange zurückliegt, ja, in dem Ja. Frauen so massiv benachteiligt wurden. Ja, Wahnsinn. Ja, und sie hatte einen unglaublichen Freiheitsdrang, war auch eine der allerersten Frauen im Dorf, die ein eigenes Auto gefahren ist. Ist leider damit auch sehr früh verunglückt. Ja, also sie würde ich gerne treffen. Verstehe ich. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt? Meine Eltern haben sich einen Beruf für mich vorgestellt, der mich glücklich macht. Schön, Ja, ganz ja. einfach. So soll es sein. Welche waren die besten Entscheidungen in deinem beruflichen Leben? Es sind zwei. Zum einen habe ich ganz spontan aufgrund von einer inneren Stimme mein BWL-Studium abgebrochen. Ich habe danach noch mal eins komplett durchgezogen. Das war dann nebenberuflich,
Mein erstes habe ich aber abgebrochen und bin zu einer Eventagentur gewechselt und habe dort ein Praktikum gemacht und bin unglaublich viel rumgekommen, hatte mit ganz interessanten Persönlichkeiten zu tun und habe danach viele, viele Jahre noch als Freiberuflerin für dieses Unternehmen gearbeitet. Die hatten auch einen sehr ganzheitlichen Ansatz, einen unglaublich hohen Team-Spirit, den ich in der Form in keinem anderen Unternehmen bisher mehr so erlebt habe. Und ja, und das hat mich unglaublich in meiner Entwicklung gefördert. Also ich wurde oft ins kalte Wasser geschubst, habe da jede Herausforderung auch angenommen und das war somit die beste Entscheidung, die wahrscheinlich zu meiner hohen Offenheit und auch zu dem nötigen Selbstbewusstsein stark beigetragen hat, um mich dann, und das war dann die zweite beste Entscheidung, um mich dann tatsächlich mit Insights, also mit dem Personal Insights Profil selbstständig zu machen. Ja, sehr cool. Ja. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten? Das sind im Prinzip keine Dinge, sondern zum einen sind es meine Sinne, damit ich anderen Menschen zuhören kann, mit ihnen reden kann und ihnen auch gegebenenfalls helfen oder sie unterstützen kann. Es ist auch mein Geist, damit ich hohe Ideale verfolgen kann. Und es ist meine Intuition, die mich eigentlich bisher immer sehr, sehr gut durchs Leben geleitet hat. Hast du noch eine Buchempfehlung für uns? Eins, was für dich einen großen Mehrwert hatte? Ja, aufgrund meiner eigenen Introversion empfehle ich das Buch Still von Susan Cain sehr. Das ist ein faszinierendes Buch über die Kraft der Introversion. Und dieses Buch ist voller toller Beispiele, also biografischen Beispielen von Menschen, die sehr introvertiert sind und damit ganz Großartiges geschaffen haben. Also wir hätten heutzutage keinen Harry Potter. Auch die Google-Suchmaschine würde es nicht geben oder auch die Relativitätstheorie nicht, wenn nicht Menschen mit einer hohen Introversion ja ihren eigenen Weg gegangen wären. Stark. Welche drei Interviewgäste würdest du uns hier für den Markenrebell-Podcast empfehlen? Wen würdest du ja selber gerne mal hören? Ich würde gerne mal einen, Kollegen aus der Trainer- und Coaching-Branche hören, den Jeron Jörn. Ich würde auch gerne eine gute Freundin von mir mal hören, also weil ich glaube, dass sie einen hohen Mehrwert liefern würde. Ich habe sie allerdings jetzt noch nicht gefragt. Das ist eine Führungskraft aus dem Danone-Konzern. Was allerdings das Faszinierende ist, ist eher ihre private Geschichte. Das möchte ich jetzt an der Stelle noch nicht so ganz teilen, weil ich sie, wie gesagt, noch nicht fragen konnte. Okay, wir lassen es spannend. Ja, und ich glaube, mein Lebenspartner, der Holger Ruschewey, hat auch unglaublich tolle Erfahrungen zu teilen. Sowohl aus dem einfach unternehmerischen Kontext, also er war noch nie angestellt, er ist von Anfang an seinen eigenen Weg gegangen, aber auch aus seinem privaten Kontext, weil er eine Erfahrung machen durfte, die die wenigsten Menschen so in der Form wahrscheinlich machen. Und das hat sein Leben komplett verändert. Cool, da kannst du ja ein gutes Wort für uns einlegen. Ja. Sehr cool. Ich würde, erstmal muss ich sagen, es war ein ganz tolles Gespräch, oder möchte ich sagen, es war ein ganz tolles Gespräch mit dir. Es war, ich bin sehr dankbar dafür, dass wir zusammen mit dir dieses Personal Insights Profil oder die Analyse hier anbieten können. Wir haben jetzt ein bisschen Werbung gemacht mit dieser Podcast-Folge, aber wir haben auch dich vorgestellt, was mir nochmal persönlich auch ganz wichtig war. Man kann auch die Analyse in Kombination mit einer Beratungsstunde mit dir buchen. Ja. Also all dazu oder alle Informationen dazu in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ich finde es ganz toll, Nicole, dass wir es endlich geschafft haben, dass du dir die Zeit genommen hast, und würde dir die letzte Frage und damit dein Schlusswort, also dir die letzte Frage überlassen mit deinem Schlusswort. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das? Die eine Sache, die ich gerne verändern würde, wäre
das hatte ich eingangs am Anfang schon gesagt, ich würde gerne die Ressourcenorientierung in uns Menschen stärken. Das heißt ganz konkret, dass jeder einzelne Mensch sich selbst in seiner Stärke anerkennt, versteht, wie einzigartig er ist und was er für diese Welt auch zu geben hat. Schön. Denn ich glaube, wenn jeder Mensch das für sich selbst beantworten kann, dann hätten wir ganz viele Probleme weniger. Die Konsumorientierung würde zurückgehen, weil die Ersatzbefriedigung nicht mehr gebraucht wird. Es würden Konflikte und wahrscheinlich auch Kriege sehr stark reduziert werden. Und ich glaube, wir würden unglaublich viel auf diesem Planeten von alleine fast lösen können, wenn jeder erkennt, wie wertvoll er für diese Welt ist. Und das geht eben mit so einem, ja, mit so einem Einblick in die eigenen natürlichen Prägungen unglaublich gut. Schön, das lassen wir genauso stehen und machen den Sack zu. Danke, Nicole, für dieses tolle Gespräch. Ich danke dir, Norman, für das superschöne Interview und ja, vielen, vielen Dank.